So, liebe Leute, heute betreten wir die Koboldmine. Dazu müssen wir uns allerdings erstmal unsichtbar machen. Und das machen wir jetzt. Plopp. Diese Tür beobachtet uns. Machen wir sie mal auf, ne? Auf geht's. Das Auge der Mine. Ich sag ja, ich habe euch angekündigt, dass wir eine kürzere Folge zwischendurch machen. Ich habe zu wenig auf die Wirklichkeit vor. Eine echte Koboldmine. So groß hätte ich sie mir nie erträumt. Momentan geht es tatsächlich eher so ein bisschen um Quantität. Also Qualität auch, aber Quantität vor allen Dingen. Wir haben es auch ein bisschen vorbereitet, dass ich quasi, während ich meine Uhr ein bisschen abgedeckt bekomme. Ansonsten fällt halt ein bisschen was aus, wenn ich es nicht schaffe. Aber eigentlich mit dem neuen System und mit dem neuen. Vielleicht ist es denn für der PlayStation 5, ist es dann kein Problem. Weil ich habe viele Leute, die mich gefragt haben und dann nochmal Formel 1, welches System ich spiele. Ich spiele die PS5-Version von Hogwarts Legacy. Allerdings auch sogar die Deluxe-Edition, also quasi die teure Version. Ich habe einen echten Kobold getroffen. Sehen wir uns um und dann verschwinden wir. Schau dir diesen Aufzug an. Beeindruckende Arbeit für so ein schlichtes Gerät. Müssen wir da irgendwie runter? Davon abgesehen ist es der einzige Weg, um weiterzukommen. Okay, wir müssen schon... Die Maschinen hier laufen mit Dampf. Interessant. Eine Frage, Feuer? Nur so nebenbei? Warte mal. Die brauchen wir. Im Zentrum. Und tschüss. Mein ein Vorteil ist erstmal, wir sind nicht alleine. Das macht schon wieder ein bisschen was. Macht meiner Meinung nach schon wieder ein bisschen was aus. Auf geht's. Ich fasse es nicht. Wir sind in einer echten Koboldmine. Suche nach Hinweisen auf Renrocks Plan. Ich habe von solchen Minen gelesen. Aber in echt ist es etwas ganz anderes. Warte mal. Warte. Akione? So, dann nehmen wir das mal rein dazu. Oh, warte mal, ich hab Amid vergessen. Komm her. Entschuldigung. Komm mal mit hier. Na komm. In meiner Nähe. Ich hatte schon mit übleren Gegnern zu tun. Meint ihr, ich gehe leise irgendwo rein? Ich werde nicht sicher durch, Amit. Du hast mein Wort. Ich weiß, dass die Tür jetzt zu bleibt, aber wir müssen sie unsichtbar machen. Ich sammle kurz eben die Tränke hier ein, die ich noch mitnehmen will. Wir werden beobachtet. Von einer jetzt. Tür? Oh. das wäre vielleicht gar nicht so doof. Das ist gar nicht so schlau eigentlich, mehr oder weniger, weil jetzt sieht das Ding besser. So, jetzt. Mach das Türchen auf! So. Sagen wir mal hier die Dinger ein, die hier so rumflattern, fleuchen, kreuchen. Aber da war doch irgendwas da vorne, oder? Ich fühle mich wie eine Figur aus dem Abenteuerroman, die ich in den Sommerferien lese. So. Sehen wir uns um, Amit. Vielleicht finden wir irgendwelche Pläne. Hier sollten doch irgendwelche Pläne sein. Entschuldigung. Hier ist irgendwas. Ein Bauplan. Sie errichten irgendetwas. Ich weiß nur nicht was. Seltsam. Sag mir, wenn du weitere Pläne oder Zeichnungen findest. Wir können nicht mit leeren Händen zu Lodgok. Ja,
warte mal, warte, warte. Ich habe schon gesehen, dass da rechts Gegner sind, aber die werde ich. Die holen wir uns dann jetzt. Also ich wollte eigentlich da die schon zurück irgendwo noch gleich. Warte mal, wo wir sind. Ach, die sind eh bei uns, ne? Okay. Die sind über uns. Das heißt, wir holen uns die du. Moinsen! So, hier sind weitere Pläne. Faszinierend, Koboldogak in Koboldhandschrift zu sehen. Diese Schnörkel sind wirklich außergewöhnlich. Es muss hier noch mehr Notizen geben. Was könnten die bauen? Ja, ich war eigentlich. Oh, das ist doch was. Ah, ein Schal. Okay. Das war wahrscheinlich das Oberding. Und ja, ich habe es gesehen, wie gesagt, nochmal, ich möchte mich nur ein bisschen umgucken. So, scheinbar müssen wir sowieso zurück. Ich habe doch irgendwas übersehen. Okay. Zumindest hier. Warte mal, hier sind wir ja eben hoch, ne? Ja. Gucken wir uns mal hier schnell noch rum. Hier sind diesmal keine Feinde. Hier sind noch einige Sachen zum Einsammeln. Dann gehen wir wieder runter, weil dann haben wir nichts. So, wir gehen wieder zurück. Weil, ja, ich habe da es gesehen. Oh, hier ist noch was. Wenn ich das korrekt übersetze, und ich denke, das tue ich, kommen sie an etwas ziemlich Großen. Oh, das sind Feindchen. Ich werde schon noch herausfinden, was sie unten bauen. So. So, ich muss so gerade gucken, ob ich hier noch irgendwo was habe, was vielleicht hier wichtig sein könnte. Hier ist noch irgendwas. Ich sehe es gerade nicht, ich krieg's gerade nicht erreicht. Der noch was. Also. Ach, hier ist noch was. Aber Bums. Halt dich an mich. Ich habe schon Schlimmeres überstanden. Gut. Ein Kessel. Der Ort ist komplexer, als ich erwartet habe. Gut, dann haben wir da noch welche. Nee, aber nicht. Dann waren das die. Oder? Warte mal. Warte mal, warte. Ja, die haben wir ja.
Dann sind wir hier rein. Aber hier an der Seite lag noch irgendwas. Das habe ich eben nicht gesehen. Jetzt. Noch ein Bauplan. Was haben Sie da vor? Egal was, diese Mine ist zu klein dafür. So, jetzt gucke ich mir da doch mal um. Okay, scheinbar nicht. Gut. Okay, hier geht's erstmal nicht weiter. Das heißt, wir gehen mal hoch. Das war ein anderer Weg. Dann gehen wir mal da hoch. Warte mal. So, dann nehmen wir den Kessel mal kurz. Und schauen mal hier oben. Das sind mega Power-Tränke. Ein bisschen haben wir uns ja beim Drachen eingebüßt. Deswegen gucke ich mich mal hier zwischendurch um. Es muss ja irgendwas sein. Da ist eine Truhe. Oh, ein Schreibtisch. Und Niedenhandschuhe im Walddesign. Warte mal, da ist noch irgendwas, oder? Ne, sah nur so aus. Gut. Dann machen wir weiter. Ja, das Problem, ich kann nicht einschätzen, wie weit wir sind, wie weit es dann jetzt irgendwann Richtung Finale geht, aber scheinbar ist es noch nicht so weit. Also, was heißt denn? Oh, schau mal hier. Da, ich weich. Warte. Irgendwo müssen wir ja... Bis da, müssen wir da durch? Ob der Kessel wohl den Kegel antreibt? Ach so, warte mal. Warte. Was für ein Hebel. Da oben ist irgendwas. Finden wir's raus in der nächsten Episode bei Let's Play Hogwarts Legacy.